Marco Antwerpen und der SV Waldhof Mannheim. Bisher ist der Trainerwechsel noch nicht von Erfolg gekrönt. Aus 3 Spielen hat das Team lediglich einen Punkt geholt, eine magere Bilanz bisher. Und so langsam wird es ernst für den SV Waldhof. Sie stehen auf einem direkten Abstiegsplatz und am Wochenende geht es gegen einen direkten Konkurrenten, nämlich den Tabellenletzten aus Freiburg. Alles über die sportliche Situation und was Waldhof-Legende Klaus Schlappner dazu sagt, Bastian Haug und Michel Teuke berichten. Die Krise beim SV Waldhof Mannheim nimmt kein Ende. Mit gerade einmal 24 Punkten befindet sich die Mannschaft im unteren Tabellendrittel und kämpft weiter darum, nicht in die Regionalliga abzusteigen. Denn Fakt ist, dass keiner Lust hat auf Regionalliga. Ich selbst habe viele Jahre hier Waldhof Regionalliga erlebt. Da haben wir jetzt noch 12 Spiele, um da Worst-Case-Szenario da abzuwenden. Schon seit Anfang der Saison tut sich der Waldhof schwer, lässt zu viele Punkte liegen. Deshalb steht man jetzt da, wo man ist, in akuter Abstiegsgefahr. Es sind ja mindestens 12 Punkte, wie gesagt, verschlammt worden. Nicht wegen schlechterer Leistung oder weil die andere Mannschaft da wesentlich besser war, sondern weil man die Birne nicht angestrengt hat. Infolgedessen zu viele Niederlagen, 14 an der Zahl. Von 26 konnte der Waldhof nur 6 Spiele gewinnen und 6-mal zumindest unentschieden spielen. Jetzt haben wir noch 12 Spiele. Jetzt wissen wir, so viele Spiele von 12 gewinnen wie bei 24 vorher. Kannst du mal erklären, wie das gehen soll? Also spiele mehr, und das sage ich nicht nur seit nach dem Spiel, das sage ich schon 2, 3, 4, 5 Wochen oder auch zum Teil Monate. Wir spielen bis zum Schluss gegen Abstieg. Und hoffentlich sind wir nicht dabei. Während alle verzweifelt nach Gründen für diese Misere suchen, findet Waldhof-Legende Klaus Schlappner klare Worte. Jetzt diese Mannschaft, was der Waldhof im Moment hat, da fehlt mir einfach die Führungsqualität während des Spiels. Ja, wenn der Seger raus ist, wer macht es dann? Wer hat das Sagen? Wer ist der rechte Arm von dem Trainer? Ich sehe keiner, ich finde keiner. Der neue Trainer, Marco Antwerpen, sollte eigentlich die Trendwende schaffen. Doch auch seine Bilanz lässt zu wünschen übrig. Nur 1 Punkt aus 3 Spielen. Auch die Leistung der Wintertransfers ist noch ausbaufähig. Spieler, die es laut Schlappner nicht gebraucht hätte. Wenn man ständig von irgendwoher Leute hierher transferiert, die mit der Region, mit der Kurpfalz überhaupt nichts am Hut haben, hat letztlich nichts am Verein, außer dass sie ihr monatliches Salär abgreifen. Ja, das ist mir der größte Fehler, weil die Kurpfalz selbst und unsere Umgebung, das ist ein Fundus von guten Spielern, von jungen Spielern, die man einfach ausbilden muss. Dafür bleibt dem Waldhof jetzt allerdings keine Zeit mehr, denn die Uhr tickt. Nur noch 12 Spiele bleiben, um das Punktekonto aufzufüllen, um den Klassenerhalt zu sichern. Wie Trainer Marco Antwerpen den ersten Sieg einfahren will, meine Kollegin Michel Teuke hat mit ihm gesprochen. Herr Antwerpen, die Situation, in der Sie die Mannschaft übernommen haben, ist keine einfache. Trotzdem ist von dieser erhofften Leistungssteigerung durch Ihren Wechsel als Trainer bisher noch nicht so viel zu sehen. Warum nicht? Ja, das ist genau richtig analysiert. Wir kriegen die Inhalte, die wir auf dem Platz haben wollen, die kriegen wir noch nicht transportiert. Die Mannschaft tut sich extrem schwer damit. Aber wie gesagt, wir trainieren im Training sehr hart dafür, dass wir es dann halt in den nächsten Spielen auch sehen werden. Was sind denn diese Inhalte? Also was muss denn konkret auf dem Platz geändert werden? Was muss da passieren, dass endlich mal wieder Spiele gewonnen werden? Ja, wir kriegen in der Summe einfach auch schon viel zu viele Gegentore, zu einfache Gegentore. Der Gegner muss wenig, glaube ich, investieren, um gegen uns erfolgreich zu sein. Und da müssen wir halt sehen, dass wir wesentlich härter, glaube ich, unser Tor verteidigen. Klaus Schlappner, die Waldhof-Legende, hat zu uns in einem Interview gesagt, dass er mit der Einstellung der Mannschaft auf dem Platz nicht so zufrieden ist. Wie stehen Sie dazu? Ja, du hast eigentlich keine Argumente, wenn du Spiele verlierst. Und ich glaube, er hat in der Analyse mit Sicherheit nicht Unrecht. Ja, wir haben, glaube ich, auch da ein Defizit, Spiele auch richtig anzunehmen. Also wenn man das jetzt sieht, halt 19.000, ein Derby, was wir haben, und wir sind in der ersten Halbzeit fast gar nicht auf dem Platz. Also dann kann man auch darüber, glaube ich, diskutieren. Sie haben eben in der Pressekonferenz auch gesagt, die Mannschaft, die hat nicht gebrannt auf dem Platz. Wenn sich ein Spieler für einen Verein entscheidet, dann muss er brennen. Ist es das, was Sie auch noch vermissen und was vielleicht dann am Ende auch spielentscheidend sein kann?
Ja, das ist auch wieder ein Punkt, der dazugehört. Ich glaube, das ist dann halt die Summe aus vielen Dingen, die wir auch selber analysiert haben, ne? Dass wir uns wesentlich mehr konzentrieren müssen, dass wir härter die Zweikämpfe angehen, intensivere Spiele eigentlich an den Tag legen. Und das sind alles Defizite, da arbeiten wir dran und das müssen wir umsetzen, sonst kommen wir nicht in die Situation, dass wir Spiele gewinnen. Jetzt am Wochenende geht es gegen Freiburg 2, den aktuellen Tabellenletzten. Würden Sie sagen, dieses Spiel oder dieses Ergebnis kann am Ende schon so ein bisschen entscheidend für den weiteren Saisonverlauf sein? Ja, wir brauchen ein Erfolgserlebnis. Ich glaube, da brauchen wir nicht drum herum reden. Und das Spiel ist extrem wichtig für uns. Und wie gesagt, mit einem Dreier kannst du auf einmal in eine ganz andere Situation kommen. Und das kann dein Selbstbewusstsein stärken. Und wie gesagt, wir brauchen diesen Brustlöser und wollen dieses Spiel natürlich auch so angehen, dass wir es gewinnen, klar. Marcel Segert hat auch schon gesagt, die Mannschaft ist sich über die aktuelle Lage auch bewusst. Ist auch ein Wahnsinnsdruck, der dann auf der Mannschaft ja auch lastet. Ist vielleicht dieser Druck auch der Grund, weshalb die Leistung nicht so auf den Platz gebracht werden kann, wie sie eigentlich sollte? Ja, wir können immer über Druck reden. Aber ich glaube, wenn man im Sport ist, dann musst du dich mit den Situationen auseinandersetzen, so wie sie ist. Also wir sind im Moment in einem Kampf um Klassenerhalt und diese Situation musst du annehmen und das darf dich nicht blockieren, sondern du musst trotzdem 90 Minuten oder länger halt deinen Job auf dem Platz machen. Vielen Dank, Herr Antwerpen, und viel Erfolg am Wochenende. Danke.